Würdest du gerne Gauguin spielen? Na, das sah ja ganz anders aus. Nee. Das wäre zu viel Maske mit Schnauzer und. Ja, es, aber vom Charakter her. Ja, sicher, anders. Ja, ich meine, die Reise würde ich schon gerne nachempfinden. Das ist ja ein Unterschied, ob man jemanden spielt. Es ist immer gefährlich, jemanden zu spielen, der gelebt hat. Ein Maler, vor allen Dingen einen berühmten Maler. Oder Personen, da habe ich als Schauspieler immer Angst vor, weil es ist so eine Erwartung, die auf einen zukommt. Nee, ich würde gerne diese Reise auch machen, auch mit dem Boot. Natürlich kürzer, nicht 300 oder 63 Tage, sondern 5 Stunden Flug. Und dann aber mit dem Boot auf diese Insel. Aber spielen nicht, nein. Gauguin war ja auf der Suche nach dem Paradies. Was ist deine Vorstellung vom Paradies? Ach, weiß ich gar nicht so, dass da was da alles an den Bäumen rumwächst, was man einfach abpflückt, keine Ahnung. Ich versuche mir, Paradies ist so ein ganz schweres Wort, wenn man sagt Paradies. Weil keiner kennt das Paradies, ja. Das ist ja so eine Vorstellung. Für jeden ist das Paradies ja auch anders. Meine Vorstellung von Zufriedenheit und Glücklichsein ist einfach da, in der Wüste, wo ich eine Ranch habe und lebe mit Natur, Tieren und Bäume pflanze. Das ist kein Fernseher. Und das ist halt, wo ich mich glücklich fühle. Das heißt aber nicht Paradies. Weil Paradies hat noch keiner erlebt. Das Paradies steht nur beschrieben irgendwo, wo es alles Gute nur gibt. Das gibt es aber nicht. Es gibt Orte, wie Gauguin ja auch beschreibt, er war ja sehr wahrscheinlich auch in Rio, sonst hätte er es ja nicht vergleichen können. Und es gibt schon, weiß ich nicht, also es gibt Orte, wenn man sie sucht in der Einsamkeit, dann findet man die auch. Da muss man irgendwo mal auf so eine Insel irgendwo und sich einfach alles auf einen zukommen lassen. Das Paradies kann man nicht im Reisebüro buchen und man kann auch nicht, ich kann ja Reisebüro gehen, ich würde gerne eine Fahrt ins Paradies machen, aber man kann es doch vielleicht entdecken oder man fährt durch Zufall irgendwo hin und plötzlich ist das so schön, dass man sagt, ach, das darf ich jetzt keinem erzählen, das muss mein Geheimnis bleiben, hier komme ich wieder hin. Sehr schön. Ja, Gauguin hatte ja auch eine Vorstellung, die sich da nicht bewahrheitet hat. Ja klar, weil Frankreich natürlich besetzte das und es war alles französisch beeinflusst, ist ja klar. Es waren zwar keine Häuptlinge mehr, sondern Gouverneur und das war ja klar, aber es hätte er auch eigentlich erwarten können, dass das nicht so ursprünglich mehr ist, wenn die Kultur aus Frankreich da war. Aber trotzdem, er hat ja versucht, ins innere Land, also nicht aus diesen kulturbesetzten Orten von Frankreich besetzt, sondern aufs Land zu fahren. Und da sagt er ja auch in seinem Buch, das zu finden. Hat bestimmt einiges gefunden. Ja, und den Rest hat er ja dann in seinen Werken dargestellt, natürlich, was er nicht gefunden hat. Genau. Deswegen sind die auch so schön. Und deswegen sind die auch alle rot und blau. Und schöne Blumen im Haar. Rot und blau. Ja, rot und blau ist auch schön. Es ist ein spezielles Blau. Das ist genau wie das Yves Klein Blau. Ist auch ganz speziell. Es gibt ja viele Blaus. Es gibt ja auch viele Rots. Wenn es einen Song gibt, den du mit Gauguin-Werken in Verbindung bringen könntest oder seine Suche nach dem Paradies vielleicht, was für ein Song wäre das? Ach, das ist ganz klar, Take a Walk on the Wild Side, Lou Reed. Ciao.